Einmal saß der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten zusammen und fragte sie dann: Wer von der Schöpfung hat den beeindruckendsten Iman? Die Gefährten antworteten: Die Engel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte: Aber wie könnten die Engel denn auch nicht glauben? Die Gefährten sagten: Dann die Propheten. Er sallallahu alaihi wasallam antwortete: Aber den Propheten wurde Offenbarung gegeben. Wie könnten sie da nicht glauben? Vielmehr sind diejenigen mit dem beeindruckendsten Iman jene, die nach euch kommen werden und die ein Buch mit Offenbarung finden werden. Sie glauben also daran und folgen diesem. Das sind diejenigen mit dem beeindruckendsten Iman. Habt ihr das gehört? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist von unserem Iman beeindruckt. Zumindest können wir darauf hoffen, dass er alaihi salatu wasallam uns damit. Wir hatten zwar nicht die Gelegenheit, ihn persönlich zu treffen, doch haben wir sein Erbe vorgefunden und bemühen uns, seinem Weg und dem seiner Gefährten zu folgen. Aber nur derjenige kann sich wirklich angesprochen fühlen, der dieses Erbe tatsächlich zu einem Teil seines Lebens gemacht hat. Was die Gefährten an Aufopferung und Standhaftigkeit geleistet haben, ist nicht zu übertreffen. Sie haben an den Propheten sallallahu alaihi wasallam geglaubt, als der Islam nicht auf allen Kontinenten verbreitet war, über 1 Milliarde Anhänger hatte oder in mehreren Ländern der Welt dominiert hat. Sie glaubten an ihn, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zur verhasstesten Person in Mekka galt. Als die Gefährtenschaft mit ihm Boykott, Verleumdung, Verfolgung oder sogar der Tod bedeutete. Sie hatten mit der Gesellschaft und ihrer eigenen Familie zu kämpfen, mussten ihren Besitz hinter sich lassen, als sie nach Medina auswanderten und jederzeit bereit sein, alles zu opfern, was nötig war. Die Gefährten haben es uns wirklich nicht einfach gemacht. Sie haben die Messlatte dafür, sich für die Sache des Islams einzusetzen, sehr hoch gesetzt. Und trotz all dem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam solche Worte über die Menschen nach den Gefährten geäußert. Ganz so, als ob er uns sagen wollen würde, dass die Chance, sich den Lohn bei Allah einzuholen und sich das Paradies zu verdienen, noch lange nicht verschwunden ist. Die Gefährten hatten den Propheten sallallahu alaihi wasallam miterlebt. Sie waren in der Zeit der Offenbarung da. Sie haben Wunder über Wunder hautnah gesehen und wie sich ein Versprechen nach dem nächsten erfüllt hat. Aber sie und wir beziehen uns auf dasselbe Offenbarungsbuch. Es dient derselben Rechtleitung, derselben Heilung und derselben Anleitung fürs Leben. Dasselbe sprachliche Wunder, das sie überzeugte, ist auch für uns über 1000 Jahre später wahrnehmbar. Und obwohl wir den edlen Charakter des Propheten nicht mehr selbst erleben können, reichen uns die Überlieferung über seine Aussagen, Handlungen und die Ereignisse, in denen er involviert war. Und durch sie versuchen wir so zu leben, als ob wir mit ihm wären, wie seine Gefährten. Seine Gefährten opferten sich selbst und ihren Besitz, damit der Islam zu dem werden konnte, was er heute ist. Wir folgen ihrem Beispiel und beweisen, dass wir es würdig sind, Muslime genannt zu werden. Aber wer weder ein Gefährte des Propheten alaihi salatu salam war, noch heute den Koran befolgt, weshalb dann sollte er sich von den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam angesprochen fühlen? Wenn dein Leben nur daraus besteht, Geld zu machen, Zeit mit der Familie zu verbringen, eine Serie nach der nächsten zu schauen oder anders dein Leben zu genießen, was hast du dann noch mit dem Islam und dem Propheten zu tun? Ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber was erwartest du, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir gesagt hätte, wenn du so vor ihm auftauchen würdest? In unserer Shahada sagen wir doch, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Diener und der Gesandte Allahs ist. Das hat doch eine Bedeutung, oder etwa nicht? Ein Gesandter überbringt dir eine Botschaft. Unser Gesandter hat uns die Botschaft Allahs gebracht, dass wir für alles, das wir tun wollen, erst im Koran nachschauen. So sagt er subhanahu wa ta'ala in seinem Buch: Weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit, in ihrer Angelegenheit zu wählen.
Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, der befindet sich ja in deutlichem Irrtum. Frag dich also, glaube ich wirklich an Allah und seinen Gesandten?